Folge 41 Assassin's Creed Black Flag. Leersegel heißen, los geht's! Feuer! Schießt Feuer! Laden noch Feuer! Feuer! Und wir sind immer noch mitten in der Schlacht. Diesmal haben sie uns! Lass sie nicht aus den Augen! Nein, der Treffer könnte sie lahmlegen! Feuer! Kanone bereit! Feuer! Feuer! Ja! Und wir müssen mal gucken, dass wir jetzt so schnell. Komm gar nicht. Kleinholz, Captain. Wow! Oh! Schon wieder? Also in der letzten Folge sind wir ja auch schon einmal gestorben mit dem Schiff. Das ist ganz schön knifflig, dieser Kampf. Da müssen wir gucken, dass wir mal ein bisschen. Ram! Maßsegel! Deckung halten. Bereit machen für Aufschlag! Zusehen, dass wir jetzt das Schiff zum Sinken bringen von ihm. Also das Kriegsschiff. Ein Kriegsschiff! Royal Navy! Ein allein zu sein, Sir! Segel einholen! Waffnen und trimmen! Feuer! Ja! Wurden getroffen, Sir! Lass ihn nicht aus den Augen! Feuer! 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 Halten dran! Gebt den Wind nach! Auf dein Zeichen, Feuer! Hoffen wir mal, dass wir jetzt das Kriegsschiff irgendwie jetzt hier. Wir sind beschädigt! Feuer! Da sind sie verwundet! Feuer! Irgendwie, wow! Und wir sinken. Ja, ich. Gegner, Feuer! Irgendwie kriegt. Verflucht! Das gibt's doch gar nicht. Übersehe ich da irgendwas oder. Oh. Also irgendwie schaffen wir das gerade nicht. Warum auch immer. Sehr, sehr merkwürdig gerade. So viel Segel wie ihr könnt! Mach ich irgendwas falsch? Oder. Ich hab doch sonst auch immer. Sind alle Kreuzsegel bereit? Schiff verfolgt uns, Sir! Das ist ein Kriegsschiff, Sir! Ja, das ist ein Kriegsschiff, Sir! Ich weiß! Er hat uns voll erwischt! Arm und Maßregel festzurren! Halt auf sie zu, Kenway! Feuer! Ja, ein gut platzierter Schuss! Feuer! Alle Segel raffen! Aber sie hat uns ja schon fast geschafft! Feuer! Feuer! Fertig, Sir! Großsegel, los geht's! Feuer! Du schießt auf sie verwundet! Getroffen, Sir! Wo schießen die denn hin? Ich sehe überhaupt nichts. Feuer! Ja toll. Das gibt's doch nicht. Das ist jetzt schon frustrierend. Also ich bin nicht so der große Schiffsfahrer und Kämpfer. Das ist nichts für mich. Das habe ich ja schon in einer Folge gesagt. Das ist gar nichts für mich. Deswegen gehe ich das meistens auf den Weg. Aber ich finde die Story ganz cool. Das ist ein Kriegsschiff, Sir! Verdammte Royal Navy! Ein Kriegsschiff! Die Farben Englands! Reicht allein zu sein, Sir! Feuer! Ah! Wir sind beschädigt! Halt auf sie zu, Kenway! Feuer! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Bereit zu feuern, Captain! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schießt! So, gucken wir mal, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen. Feuer! Das gibt's doch nicht. Wieso ist denn so. Da müssen wir auch aus der Ferne vielleicht. Ist es vielleicht ein bisschen. Feuer! Ja, ein guter Treffer könnte sie lahmlegen! Lass sie nicht aus den Augen! Yes, ich glaube, das war's. Yeah! Oder? Verflucht. Wow! Und die Galeone siegt einfach nicht. Ich sehe den versprochenen Teufel, Thatch. Oh. Das sieht gut aus.
Das sieht wesentlich besser aus. Ich ramm den Bastard. Ja, yeah, das haben wir. War ein bisschen klüger, weiter weg. Wow. Sie ist geknackt, Männer. Sie ist geknackt, Männer. Finde den Captain. Beende es. Natürlich. So, jetzt müssen wir den Captain finden und es beenden. Wow. Wow. Klettert er da hoch. Ich muss doch da rüber. Finde den Captain und beende es, Kenway. Also irgendwas stimmt mit der Kamera gerade nicht so. So. Da ist der Captain da hinten. So, dann beenden wir es. Wir haben ihn über die Brüstung geschleudert. Eigentlich wäre er unten, aber naja. Ich bin ein einfacher Mann und kein Mörder. Und hättet ihr euch ergeben, würdet ihr jetzt nicht bluten. Friss Haifisch, Dreck, Großmaul. Du wirst in der Sonne baumeln wie deine Kumpane in Boston. Der König versprach ein Pardon. Captain, wir waren im Frachtraum. Nur spärliche Beute. Doch wir fanden Medizin mit einem Charlestown-Krempel. Vielen Dank, Mr. Hans. Wir können Nassau hier draußen nicht nur mit Gewalt und Glück versorgen. Wir sollten nach Charlestown zur Quelle. Hallo? Waren wir siegreich? Ich fürchte, ich habe nicht die Ausdauer und Unverwundbarkeit, die ein Glücksritter wohl braucht. Triff mich in Charlestown. Heute in einem Monat. Mhm. Mission beendet. Heute in einem Monat müssen wir den guten Blackbeard wieder treffen. Mission beendet. Ja, mein Gott, das war mal wieder eine Seeschlachtfolge bis jetzt. Und ich denke mir mal, dass wir Blackbeard jetzt wahrscheinlich treffen werden. Schauen wir mal. In Charlestown müssen wir ihn treffen. Schauen wir mal, wo es da ist. Da müssen wir ihn wahrscheinlich treffen. Die Belagerung von Charlestown. Ja. Dann werden wir hier mal schnell hinreisen. Schnellreise. Weil dann haben wir nämlich nicht mehr so weit zu segeln. Öffnet die Hauptsegel! Alle Segel! Doch, die zwei kleinen Schifflein hier. Die sind ja niedlich. Oh, to me Johnny Poker, come rock and roll me over. To me Johnny Poker, do. Wie die waren anfangen zu singen. Hey! Jimmy Johnny Boker! Auf Geier! Im Mund vom Bauch! So, dann wollen wir mal die nächste Mission starten, die Belagerung von Charlestown. Er singt immer noch. Hey, yo, Barnett! Und wenn er nicht gestorben ist, singt er heute noch. Ja, Blackbeard schickte mich leider fort. Also dachte ich, ich versuche es selbst. Na, großartig! Ja, es ist das Beste, glaube ich. Nächstes Mal werde ich sicher was zu erzählen haben. Edward? Eure aufrichtige Freundschaft war mein wertvollster Fund hier auf See. Weit höher als Gold und Silber und Rumstufe stufe ich die Courage ein, die ihr mir dieses Jahr gabt. Danke, Sir. Möge die See euch gewogen sein. Ach, ob Bonnet so lange durchhält auf See, ob wir ihn jemals wiedersehen. Das
werden wir, glaube ich, nie erfahren. Vielleicht doch, vielleicht sehen wir ihn irgendwann mal wieder. Schauen wir mal. So, dann gucken wir mal. Jetzt werden wir wahrscheinlich Blackbeard treffen. Sieht ein bisschen aus wie bei Ghost Ship. Liebt man euch denn nicht daheim? Wollen euch eure Weiber und Familien und Landsmänner nicht haben? Wie sonst erklärt ihr euch das völlige Desinteresse an eurem Wohlergehen? Geiseln gegen Medizin! War meine einzige Forderung! Und doch. Sechs Tage. Gott verdammtes Schwein. So muss ich wohl annehmen, dass ihr die Aussätzigen von Charlestown seid, und ich wäre besser beraten, eure Organe als Köder und eure Knochen als Brennstoff zu nutzen. Bei Gott! Das ist meine Zwickmühle. Töte ich euch? Zwinge ich euch in meinen Dienst? Ich treffe diese Entscheidung nicht leichtfertig, doch ohne Reue. Reue, Edward. Was zum Henker machst du, Mann? Ganz Charlestown sieht dieses Schauspiel. Das ist die Idee. Unerreichbar, doch gut zu sehen. Und wo ist die Medizin? Wir schickten Männer an Land, um mit dem Gouverneur zu verhandeln. Das war vor einer Woche. Seitdem kein Mucks. Ich mach das. Gib mir einen Tag. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Blackbeard dreht völlig durch jetzt. Er hat völlig den Faden verloren. Das sieht ein bisschen aus wie bei Ghost Ship. So mit dem Wald und so. Also wer den Film nicht kennt... Da vorne bewegt sich was. Sind das Soldaten? Solltet euch definitiv mal reinziehen. Nein, und sie haben es eilig. Ich sage, wir folgen ihnen. Sonst tun sie noch etwas Unvorhergesehenes. Das Kanonenboot verfolgen. Na, dann machen wir das mal. Dicht holen. Paar zulegen. Was denkst du? Blackbeard macht das jetzt seit 8 Tagen. Also kann es gut sein, dass doch schon jemand die Medizin vorbereitet hat. Wow, wow. Ah, aber sie halten uns hin. Okay. Das war also nicht Sinn der Sache. So. Da müssen wir das Ganze nochmal machen. Ich dachte, da vorne wir hätten bewegt sich was. Segeln. Sind das Soldaten? Ah, und sie haben es eilig. Ich sage, wir folgen ihnen. Was tun sie noch etwas unvorhergesehenes? Ja, ich sage, wir folgen ihnen auch. Aber außenrum, weil da rechts rein dürfen wir was anscheinend nicht. Blackbeard macht das jetzt seit 8 Tagen. Also kann es gut sein, dass doch schon jemand die Medizin vorbereitet hat. Nur für den Fall. Ah, aber sie halten uns hin und versuchen den Austausch zu verhindern. Ah, also suchen wir ihren Sammelpunkt und hoffen das Beste. Vorsicht, Captain. Wir driften auf einen Wachturm zu. Ja, ich sehe den Wachturm. Oh, da ist das Schiff. Bleib stehen. Nehmen wir Fahrt auf. Mehr Segel. Alles, was wir haben. Da ist noch ein Wachturm. Ja, ich sehe es. Mein Gott, ganz schön tricky. Ganz schön tricky. Aber man sieht auf See so ein bisschen den Radius. Ja, aber wie wir da jetzt das Schiff weiterverfolgen, da sehen wir jetzt dann in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr seid dann immer noch dabei bei Let's Play Assassin's Creed. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann wieder, wie gesagt, mit dabei. Macht's gut. Tschüss.